einen wunderschönen Gruß von der Insel, auf der ich gerade Urlaub mache. Den schicke ich nach Hause von Griechenland, Rhodos, wo der Apostel Paulus eine Station gemacht hat, eine kurze auf seiner dritten Missionsreise. Ich mache hier eine Station, um abzuschalten, um auszuruhen und um eine Pause zu machen. Pause ist ein Wort, das wir vielleicht noch aus der Schule kennen, zwischen den Stunden mal eine Pause machen oder von der Arbeit eine Pause machen. Dieses Wort kommt bei uns im Leben oft vor und hat einen wunderbaren Klang, wenn man es lateinisch übersetzt, Rekreation. Da heißt es nämlich dann Neuschöpfung. Übersetzt Neuschöpfung. Das hilft uns in aller Erschöpfung, wenn wir ausgepowert sind, eine Zeit zu haben, in der wir auftanken können, in der wir die Batterien wieder aufladen. Ich denke, dass Paulus es ganz ähnlich ging. Er war nämlich nur einen Tag oder vielleicht sogar nur eine Nacht hier, hat einen kurzen Zwischenstopp gemacht, bevor es dann für ihn weiterging in die Türkei, nach Kleinasien, in die heutige Türkei. Ja, und so wünsche ich Ihnen und euch, dass auch ihr im Sommer jetzt eine Pause machen könnt, einen Zwischenstopp und damit einen Anker und einen Halt findet, in dem, der uns neu schafft, aus der Erschöpfung herausholt oder vielmehr in die Erschöpfung hineinkommt mit seiner Fülle, seinem Segen, seinem Leben. Es ist Gott, der dich liebt, der dich gemacht und geschaffen hat. Ja, ich stehe hier an diesem Meer und hinten seht ihr diesen Felsen. Wenn man um ihn drumherum fährt, ist diese Bucht, in der der Legende nach Paulus angelegt hat. Ich wünsche euch dieses Land und diesen Platz, wo ihr anlegen dürft in diesem Sommer, wo ihr willkommen seid, wo ihr geliebt seid, wo ihr sicher seid. So schicke ich euch einen Segen. Der Herr sei mit euch. Und so segne euch Gott, der euch geschaffen hat. Der will, dass ihr sicher seid. Der euer Platz ist, an dem ihr ausruhen könnt. Der euer Leben ist, das euch eingegossen ist durch den Heiligen Geist. Und so wie Paulus sagt, ihr alle seid in Christus, dort dürfen wir sein, an diesem sicheren Platz, wo Gott uns liebt. So segne euch in dieser Urlaubszeit, in dieser Sommerzeit. So segne dich da, wo du jetzt bist, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.